Einerseits wird ja gesagt, dass es da was Spektakuläres passiert, was quasi die politische Welt umwälzt. Aber wir mussten ja dann doch feststellen, dass alles beim Alten bleibt. Also zum Beispiel erinnere ich mal an Henry Kissinger und Richard Nixon, das Präsidentenpaar sozusagen Anfang der 70er Jahre der USA. Die haben plötzlich in Sachen China total umgeschwenkt. Nachdem China lange quasi persona non grata war, haben sie das plötzlich hoffähig gemacht, sind dahin geflogen, haben diesen Massenkiller Mao Zedong umgarnt, ja. Und das war praktisch der Eintritt Chinas oder das Ticket Chinas in die entwickelte Welt und auch in die entwickelte Wirtschaftswelt. Ja, das heißt doch nur, dass die Pharmakartelle über allem stehen. Sie können sogar einen Krieg aussetzen, so nach dem Motto, Spielstopp, wir impfen jetzt mal, ja. Da hat der Bürger plötzlich dann Vertrauen zu diesen Staaten gefasst, zu diesen Systemen und nicht gemerkt, wie unter der Decke die absolute Diktatur vorbereitet wird. Und diese Maske ist erstmals mit der sogenannten Corona-Krise gefallen, ja. Hallo Herr Wisniewski, herzlich willkommen in unserer Sendung. Hallo Herr Kühn, freut mich. Ja, ich habe Sie gewinnen können dafür, dass ich Ihnen heute mal ein paar Fragen zu globalen und lokalen Themen, aktuellen Nachrichten stellen darf. Und wir hatten jetzt ja vor ein paar Tagen erst die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und da frage ich mich natürlich auch, so ein Journalist wie Sie, sieht er das so, aha, da passiert gerade was sehr, sehr Wichtiges, das sind Landtagswahlen, die sind, da passt, das ist eine entscheidende Geschichte? Oder denken Sie vielleicht eher so darüber nach, ja, das ist ganz nett, aber die Entscheidungen für Deutschland werden wo ganz anders gemacht. Wo sind Sie da? Ja, letzteres würde ich sagen. Also ich nehme das so nebenbei zur Kenntnis, ja. Also, weil einerseits wird ja gesagt, dass es da was Spektakuläres passiert, was quasi die politische Welt umwälzt. Aber wir mussten ja dann doch feststellen, dass alles beim Alten bleibt. Weil die etablierten Kräfte legen sozusagen ihre Stimmen zusammen und häufeln die aufeinander, nur um also das Gegengewicht zur AfD zu bilden. Und was noch dazu kommt, also wir erinnern uns ja an den Merkel-Putsch gegen den Ministerpräsidenten der FDP vor ein paar Jahren, so nach dem Motto, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und hier haben wir jetzt plötzlich was Ähnliches erlebt, nämlich April, die Sperrminorität für die AfD ist plötzlich weg, hat sich in Luft aufgelöst. Die AfD hatte ja eine Sperrminorität von einem Sitz, also über ein Drittel der Stimmen in Sachsen, glaube ich, ne? Und ja, plötzlich stellte sich das also als Irrtum heraus, Softwarefehler, ja, April. Und ja, da kann ich nur sagen, ja, ich erwarte nichts anderes von diesem Regime hier, von diesem Staat. Wobei der Staat meiner Meinung nach weniger das Problem ist oder das System als das Regime selber, was hier also mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, wer zieht denn in Deutschland, in Europa oder jetzt sagen, bleiben wir bei Deutschland, die Fäden? Ist das eine typische Lobbykratie oder geht das sogar noch viel, viel weiter? Also ich glaube, das geht sehr, sehr viel weiter und sehr viel weiter zurück. Also zeitlich in der Geschichte gab es ja schon immer also einen Krieg gegen Deutschland seit ungefähr 150 Jahren. Also zwei davon wurden militärisch ausgefochten, aber es gibt inzwischen auch modernere Methoden. Nämlich, ich nenne das immer den hybriden Krieg. Und indem man also versucht, in Deutschland die Wirtschaft zu ruinieren, die Bildung zu ruinieren, die Kultur zu ruinieren und auf allen Ebenen quasi dieses Land destabilisiert. Und das kommt sicher nicht von innen, meiner Meinung nach, sondern von außen. Ich denke da so an die Sieger des Zweiten Weltkrieges oder noch darüber, ja. Und da sehe ich unsere Regierung nur als Vollstrecker, als Mitläufer, die da mitmachen, ja. Jetzt ist es so, dass dann
wie wahrscheinlich auch viele unserer Zuseher sich denken, okay, wir können uns eigentlich dieses Kreuzchen sparen, wie wir gerade auch schon analysiert haben, die Entscheidungen werden wo ganz anders getroffen. Was ist denn aus Ihrer Sicht dann noch die Möglichkeit des Bürgers, um entsprechend auch seiner Fähigkeiten, seiner Möglichkeiten zu agieren? Was würden Sie ihm raten? Ich würde ihm schon raten zu wählen, weil das muss schon da sein. Also das muss mindestens mal gewährleistet sein. Diese Stimmen müssen sich melden. Das muss irgendwo abgebildet werden. Ansonsten rate ich ihm natürlich, sich zu informieren und aber auch aktiv zu werden selber. Also manche fühlen sich ja entmutigt, weil sie nur alleine sind oder auf einer Demo mitlaufen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil wir bestehen ja, dieser Staat, dieses System, die Gesellschaft besteht ja letztlich aus Individuen. Und nur wenn die was tun, kann sich auch was ändern. Und das kann auch zur Befriedigung bei dem Einzelnen beitragen und dieses Machtlosigkeitsgefühl, was viele haben, beseitigen oder dämpfen, ja, wenn man endlich selber aktiv wird. Dann lassen Sie uns mal ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Wahlen sind, den Sprung über den großen Teich machen. Da haben wir ja auch eine riesige Soap, die da dort gerade abläuft. Biden ist da irgendwo noch, der irrt da im Weißen Haus rum, wenn überhaupt. Kamala Harris führt sich auf wie die Axt im Walde, macht sich sehr lächerlich, sogar auf CNN. Donald Trump ist bisher recht souverän, aber natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Wie sehen Sie denn da die ganze Situation, wie sich das gerade entwickelt? Ja, meiner Meinung nach sind die USA auch sehr, sehr zerbrechlich geworden. Also wenn ich zum Beispiel mal an Biden zurückdenke, das war in der untergehenden Sowjetunion auch so, dass nur noch senile, gebrechliche, alte Männer das Land geführt haben. Man konnte also wirklich ja am Straucheln dieser Männer den Zustand, also dieser Generalsekretäre waren das damals, ja, den Zustand der Sowjetunion ablesen. Und das hat mich bei Biden stark daran erinnert. Und ja, in welchem Zustand muss die Demokratische Partei sein, dass sie so einen Kandidaten an die Spitze gesetzt hat überhaupt? Ja, also man hätte ja froh sein können, wenn er seine Präsidentschaft noch heil übersteht. Und den aber nochmal für 4 Jahre zu nominieren, ist einfach ein Verzweiflungsakt gewesen. Oder ein Signal für eine Erstarrung der Partei, dass sie einfach diesen beiden Clan oben an der Spitze nicht wegkriegt. Ja? Und das Ganze ist für mich ein Symbol für den Zustand der gesamten USA. Oder dass sie jetzt statt wirklich nach Biden einen wirklich kompetenten, schlagkräftigen Nachfolger zu präsentieren seitens der Demokratischen Partei, also als Präsidentschaftskandidat, dass sie wirklich diese Kamala Harris aufstellen. Entschuldigung, das ist ja so, als würden wir Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin aufstellen, eine Partei, ja. Was natürlich im Rahmen des Möglichen liegt, leider, muss ich dazu sagen. Aber das wird es gegen Trump meiner Meinung nach auch nicht bringen. Ne? Also, das sind ja alles verheerende Signale, ja. Zeigt das ein bisschen auch, in welchem schlechten Zustand der tiefe Staat in den USA ist, weil die aufmerksamen Zuschauer wissen ja, auch in den USA bestimmen ganz andere Gruppen, was dort geschieht. Wir wissen ein bisschen was, aber auch nicht alles. Ist das so oder ist das auch nur gespielt? Ist die USA schon zum Verfall freigegeben, auch mit Blick auf die Grenzen, die Migrationspolitik, weil das ist ja schon ein Fund für ein Land, wenn das so verwässert wird. Also ich denke, der hybride Krieg, von dem ich gesprochen habe, der tobt jetzt nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern tatsächlich auch anderswo, unter anderem auch gegen die USA. Also eines dieser Symptome ist die systematische Deindustrialisierung, die Unterhöhlung der amerikanischen Industrie, genauso wie der europäischen Industrie, durch ständigen Technologietransfer nach Asien zum Beispiel seit Jahrzehnten, dass man da nie also Grenzen aufgebaut hat für diesen Technologietransfer, dass man sich einfach hat also diese Technologien wegnehmen lassen. Und ja, das ist jetzt die Quittung. Das ganze Land wird destabilisiert, auch durch überbordende Migration, ja, und andere Phänomene. Und tatsächlich kann man das so sehen, dass die USA auch abgewickelt werden. Und man kann Trumps Rolle so sehen, dass er in diesem Punkt vielleicht ehrlich meint, er wolle dieses Land genau davor retten.
ja, Make America Great Again, ja. Also, dass er wieder an die alten Zeiten anknüpfen möchte, als Amerika noch wirklich ja die führende Macht des Planeten war, auch wirtschaftlich und technologisch. Ja, ist es aus Ihrer Sicht jetzt so, dass das für diese Abwicklung der USA eventuell die BRICS-Staaten in Frage kommen, oder sind da noch ganz andere Kräfte am Arbeiten, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben? Also mein Eindruck nach jetzt 30 Jahren, also Beschäftigung mit dem Deep State, ist der, dass es tatsächlich noch darüber stehende koordinierende Kräfte gibt, die das ganze globale Spielchen steuern, ja, die auch Räume neu ordnen, die Kriege anzetteln und die Länder in den Abgrund schicken und anderen den Aufstieg ermöglichen. Ja. Also zum Beispiel erinnere ich mal an Henry Kissinger und Richard Nixon, das Präsidentenpaar sozusagen Anfang der 70er Jahre der USA. Die haben plötzlich in Sachen China total umgeschwenkt, nachdem China lange quasi persona non grata war. Haben sie das plötzlich hoffähig gemacht, sind dahin geflogen, haben diesen Massenkiller Mao Zedong umgarnt, ja. Und das war praktisch der Eintritt Chinas oder das Ticket Chinas in die entwickelte Welt und auch in die entwickelte Wirtschaftswelt. Und da fing der eigentlich aus meiner Sicht der Aufstieg Chinas an. Und das haben die mit ermöglicht. Und Kissinger gehörte aus meiner Sicht zu den ganz obersten Strittenziehern des Planeten. Ja. Und ja, das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, ob es da noch übergeordnete Kräfte gibt. Ich denke, ja, die gibt es. Die möchten den Globus ordnen, die möchten den umwälzen. Vielleicht gehört auch Klaus Schwab allerdings in der unteren Riege dazu als Laufbursche von Henry Kissinger, ja, bei dem er ja quasi ausgebildet wurde. Und die möchten die Menschheit und den Planeten einfach nach ihren Vorlieben gestalten und nach ihren Vorstellungen gestalten. Und das haben wir ja auch schon stark erlebt in dieser sogenannten Corona-Krise. Ne? Ja, die Corona-Krise, das ist ein gutes Stichwort. Auf das Thema wäre ich auch noch gekommen. Dann lassen Sie uns das doch gerade doch noch mit verflechten. Corona war ja schon so die zweite, dritte Durchlauf. Es gab ja schon mal Schweinegrippe, Vogelgrippe. Es gab schon ein paar andere Pandemien, die probiert wurden, die nicht so gut geklappt haben. Die Ergebnisse sehen wir jetzt gerade mit den RKI-Files, wird es nochmal offiziell, aber die ganzen, ja, die Impfschäden der Leute, die sind nicht mehr von der Hand zu weisen. Jeder kennt jemanden, der geschädigt wurde oder noch Schlimmeres. Und hat das ein bisschen zum Aufwachprozess geführt, oder denken Sie, es werden wieder sehr, sehr viele Leute beispielsweise sich jetzt gegen die Affenpocken impfen lassen? Also ich denke, das Entscheidende, ob sowas nochmal gelingen wird, ist der Schock. Nichts anderes. Ein Schock setzt das Denken aus und bringt die Leute dazu, der Führung hinterherzulaufen wie die Lemminge. Und das ist alles gut und schön. Es gibt Aufwachprozesse, ja, die allerdings weitgehend vom Mainstream unterdrückt werden. Aber unter der Oberfläche gibt es viele Aufwachprozesse aufgrund dieser Phänomene, die Sie beschrieben haben. Ja. Nur, was passiert, wenn wieder ein solcher Schock auf die Tagesordnung gesetzt wird, dass man uns Filmchen präsentiert von kollabierenden Menschen, von verpickelten Menschen, von verwesenden Leichen, von Militärtransportern, angeblich voller Leichen und solche Dinge. Ja. Dafür sind die Menschen anfällig. Mit Angst kann man die Welt regieren. Und man muss einfach nur einen möglichst großen Knall produzieren. Dann werden die Leute wieder stramm stehen. Das ist meine Befürchtung. Das ist also eine psychologische Frage. Ja. Denn die Aufklärung ist etwas, was im Geist, also im Intellekt stattfindet. Aber der Schock ist etwas, was woanders stattfindet. Tiefer. Im Gefühlsapparat, ja. Und der ist so mächtig, dass er praktisch den Intellekt, das Gehirn überstimmen wird, ja. Und das, damit arbeiten die. Die regieren mit Schocks die Welt. Denken Sie, dass dann sozusagen der Nahe Osten mit Israel, Iran oder auch Ukraine und Russland sind gerade so zwei Herde, die sich sozusagen
als Option offen gehalten werden, um so einen Schock in die Bevölkerung zu bringen oder in die Weltbevölkerung sogar? Ja, das dient schon mal der permanenten Angstmache, ja, weil es sind ja zwei üble, schlimme Konfliktherde. Das eine ist ein offener Krieg, das andere mehr so ein terroristischer Konflikt. Und wo man uns auch suggeriert, da kann jederzeit die Atombombe in die Luft fliegen im Nahen Osten, weil es wird ja behauptet, Israel hätte die Atombombe und auch Russland hat die Atombombe. Und schon schwebt wieder diese Atomwolke in unseren Gehirnen herum, ja, und setzt uns unter Angst und unter Stress. Und man nennt das ja auch Strategie der Spannung, die Menschen gefügig macht, ja. Und so versucht man das. Und ich denke, man unterhält diese Konfliktherde auch künstlich, ehrlich gesagt, von Seiten der Kräfte, von denen ich gesprochen habe, weil man braucht das einfach, um die Menschen psychologisch zu beherrschen, aber auch um Geld zu generieren ohne Ende, ja. Und zwar über die Rüstungsindustrie. Diese Eliten, die hinter diesem ganzen Theater stecken, für die ist ja Geld an sich nicht mehr so der Motivator, weil die können sich ja teilweise über die Zentralbanken ja ihr eigenes Geld drucken. Die haben auch gewisse Vorteile, Wissensvorteile und so weiter. Also ist es ja irgendwo Macht und Kontrolle, was so der ausschlaggebende Punkt ist. Und Man sieht dann auch beispielsweise, wenn man so Nachrichten hört aus dem Nahen Osten, Israel, Gaza, dass jetzt im Gazastreifen auf einmal ist eine Waffenruhe möglich und alle Kinder werden gegen Polio geimpft. Das macht mich dann als kritischen, der über Medikamente kritisch nachdenkt, erzeugt in mir erstmal so ein Ups, dafür haben sie jetzt Zeit und dafür ist Geld da, anstatt die Kinder ordentlich zu füttern, kriegen sie eine Impfung, steckt da vielleicht mehr dahinter? Ja, das heißt doch nur, dass die Pharmakartelle über allem stehen. Sie können sogar einen Krieg aussetzen, so nach dem Motto, Spielstopp, wir impfen jetzt mal. Ja, also das zeigt, dass die Pharmakartelle im Moment die Macht des Planeten sind, die verbrecherischen Pharmakartelle. Und insofern ist der Fall natürlich hochinteressant. Das ist sehr anschaulich. Ja, wir haben uns hier heute noch, ich habe beispielsweise heute noch mitgebracht, das Thema, um das mal anzuschneiden, was auch viele interessiert, das Thema Bitcoin, Währung im Generellen. Und ich denke, es kann mir wird die Zuschauer interessieren, wie sie über Bitcoin denken oder ob sie eher so der Typen sagen, Silber und Gold wäre eher was für mich. Wie sehen Sie die Situation? Also erstmal so rein emotional ist natürlich ein physischer Stoff immer, wie soll ich sagen, handfester als so eine virtuelle Geschichte, weil wir alle haben schon Computer abstürzen sehen, wie schnell sich ein Text verflüchtigen kann. Genauso schnell kann sich ein Vermögen verflüchtigen, ja. Flupp, durch Stromausfall und sonstige Probleme, durch Hacking vielleicht, ja. Also ich würde da nicht viel investieren, ehrlich gesagt, ja, vielleicht ein bisschen, aber also wenn ich das könnte, würde ich eher so in physische Werte investieren, abgesehen von Immobilien. Die haben ja momentan wirklich ein massives Problem. Und während Gold also zum Beispiel steigt und steigt ohne Ende. Ja. Aber bei Bitcoin, da wäre ich schon sehr zurückhaltend. Ja. Mhm. Ja, mich erinnert das persönlich auch so ein bisschen an die Tulpen. Geschichte damals aus den Niederlanden, wo es dann für eine schwarze Tulpenknospe, Zwiebel gab es dann ein ganzes Haus bis zum gewissen Punkt. Also, und jetzt ist es ja noch krasser. Haben Sie heute noch ein Thema, wo Sie sagen, das wollte ich heute noch mal rauslassen, das ist ganz aktuell, das ist wichtig, darüber sollten wir noch mal kurz gesprochen haben? Ja, insgesamt zu dieser Situation dieses Planeten kann ich nur sagen, was wir hier erleben, ist sozusagen eine Kernschmelze der Macht, ja. Also sämtliche Bremsstäbe sind abhanden gekommen, sämtliche demokratischen Kontrollen, Checks and Balances, das alles gibt's nicht mehr. Sie wissen ja vielleicht, in einem Kernkraftwerk gibt es Brennstäbe und Bremsstäbe, also die Bremsstäbe werden zwischen die Brennstäbe geschoben, um die Reaktion zu steuern und zu moderieren. Und in der Demokratie oder in den demokratischen Systemen haben wir das nicht mehr, sondern diese demokratischen Bremsstäbe sind
kaputt, weggeworfen worden, also demontiert worden. Und die Macht beispielsweise dieser Pharmakartelle, Bill Gates und so, die kontrolliert niemand mehr. Wir haben jetzt also diese Kernschmelze der Macht. Und es gibt ja diesen Spruch, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Und das endet, wenn es dumm kommt, in einem totalen Super-GAU, demokratisch gesehen, nämlich in dem absoluten letzten Sklavenplaneten, wie es dieser Erdball noch nie gesehen hat. Ja? Darauf arbeiten die nämlich hin. Also all dieses demokratische Getue der letzten Jahrzehnte, das war nur eine Maskerade, um uns einzuschläfern. Also der Bürger, der mündige Bürger, und wir müssen doch aber, und wir müssen demokratisch abstimmen und bla bla bla, und wir dürfen nicht über die Rechte der anderen hinweggehen. Da hat der Bürger plötzlich dann Vertrauen zu diesen Staaten gefasst, zu diesen Systemen, und nicht gemerkt, wie unter der Decke die absolute Diktatur vorbereitet wird. Und diese Maske ist erstmals mit der sogenannten Corona-Krise gefallen. Ja, da kam plötzlich hinter den freundlichen Politikergesichtern der reine Faschismus zum Vorschein. Ja, und was mich auch sehr beunruhigt hat, nicht nur hinter den Politikergesichtern oder in den Politikermasken, sondern sogar hinter der Maske des nächsten Nachbarn, des Arbeitgebers, des Lehrers. Ja, da hat man mal gesehen, wie dünn die Decke der Zivilisation ist. Ja, ganz dünn. Und die ist meiner Meinung nach am Moment absolut am Zerbrechen, am Zerreißen. Und darauf müssen wir uns alle einstellen. Ja? Und wir müssen natürlich auch dagegenhalten. Haben Sie persönlich einen Plan B? Sagen Sie, für mich ist Auswandern eine Option? Oder sagen Sie, wir müssen das hier schaffen? Also Auswandern ist eigentlich, ehrlich gesagt, keine Option, weil das ist genauso gefährlich, wie hier zu bleiben, mindestens. Weil Sie laden jetzt zu dem Risiko des Hierbleibens weitere Risiken auf sich. Unbekannte Umgebung, vielleicht unbekannte Sprache, vor allen Dingen unbekannte Gesetze, Gepflogenheiten, Kulturen, dann sind Sie der Fremde, der Migrant und nicht die anderen. Ja, Sie haben den heimatlichen Boden verlassen. Die anderen sind in ihrer Heimat. Also da macht man sich verwundbar. Ja, also auch denken Sie mal daran, wenn ein Deutscher auswandert und irgendwo in einem ärmeren Land ankommt, dann geht jeder davon aus, das muss ein reicher Mensch sein, wenn der aus Deutschland kommt. Der muss Geld bei sich haben, ja? Das ist doch klar. Also das ist so, als würde ich mir ein Blaulicht auf den Kopf setzen. Hallo, hier gibt's was zu holen, ja? Und deswegen auswandern nur, wenn das Risiko geringer ist, als das hier zu bleiben. Und dieser Moment liegt, glaube ich, ziemlich weit hinten, ja? Also wenn es hier darum geht, ins Gefängnis zu kommen oder aber noch Schlimmeres, ins Lager, was alles irgendwann zur Debatte stehen wird, dann würde ich sagen, okay, also jetzt kann es nur noch besser werden. Wenigstens die Freiheit möchte ich mir noch sichern. Ja? Auch wenn ich viel von meinem, möglicherweise von meinem Vermögen verliere oder was. Ja, ja, gibt es denn auch positive Anzeichen? Weil wir wollen ja nicht jetzt die Menschen so mit einer negativen Stimmung gehen lassen heute, sondern gibt es auch positive Zeichen, wo Sie sagen, da gibt es Licht am Ende, da gibt es Leute, die tun sich zusammen, es gibt auch Positives. Doch, also ich würde auch die Wahlen jetzt nicht nur als negativ sehen. Sie haben zwar noch nicht den totalen Umbruch geschaffen, die beiden Landtagswahlen, aber trotzdem sind natürlich die Zuwächse der AfD sehr ermutigend. Ja. Dann haben wir erlebt, wie schon offenbar zwei Pandemien abgestürzt sind. Die Vogelgrippenpandemie und auch die Affenpockenpandemie. Toi, 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 also bis jetzt jedenfalls. Die wurden schon in die Wege geleitet. In einem Fall hat dieser WHO-Diktator Ghebreyesus schon den internationalen Gesundheitsnotfall sogar ausgerufen, was normalerweise der Befehl wäre, an alle Staaten jetzt seinen Anweisungen zu folgen und wieder diesen gesamten Gesundheitsterror einzuführen, den wir erlebt haben. Ja, aber das ist bisher gescheitert. Und ich habe da mich gerade mit jemandem drüber unterhalten. Es sieht so aus, dass tatsächlich weltweit niemand mehr Lust hat auf so einen Schwachsinn wie den, der da passiert ist, also diesen Terror. Weder die Polizei hat da Lust drauf,
nicht mal alle Politiker haben da Lust drauf, auf diesen Irrsinn, ja. Und die Bürger haben schon gar keine Lust auf sowas. Aber wie ich sagte, also es kommt auch auf den Schock an, ja. Wenn man einen riesigen Popanz aufbaut, der groß genug ist, kann man das vielleicht wieder erreichen. Aber möglicherweise haben sie davor im Moment Angst, dass der nicht mehr greifen wird, so ein Popanz, ja. So eine Schockexplosion, dass sie vielleicht verpuffen wird. Und das wäre ganz schlimm, glaube ich, ja, für diese Eliten, vor allen Dingen diese Pharma-Diktaturen, ja, wenn sie sozusagen die große Bertha auspacken würden, die große Schockkanone, und es würde einen Rohrkrepierer geben. Das wäre ganz schlecht. Also insofern haben wir durchaus Chancen, dass es nicht so kommt, ja, dass wir auch nicht so bald wieder sowas erleben werden. Und genau, dass es dazu nicht kommt, dafür machen wir diese Gespräche, die Interviews und die Aufklärung. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen heute für die kurzen und doch sehr interessanten Statements zu den aktuellen Themen. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiederholen. Danke, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und an die Zuseher auch. Wir haben auch im Vorgespräch auch schon ein paar Informationen über die neuen Bücher bekommen, die Sie ja gerade schreiben. Da gibt es nochmal wieder was zum Thema Atom. Spoilern werden wir nichts, aber Atombomben kann man ja mal sagen. Fand ich eine super spannende Story und ich freue mich schon darauf, dass wir die irgendwann mal besprechen können. Naja, ich arbeite natürlich wieder an meinem nächsten Jahrbuch, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. 2025 und da gibt es auch Neuigkeiten wieder, die sich dieses Jahr ergeben haben über die Atombombengeschichte, die ich schon 2024 angefangen habe. Meine Leser werden wissen, was ich meine. Und es gibt ja Themen, die ich manchmal über ein paar Jahre beobachte und das gehört dazu und es hat mit der Frage zu tun, ist diese Angst vor dieser schrecklichen Atombombe wirklich so berechtigt? Ja. Vielleicht könnte das auch noch eine gute Nachricht werden. Danke für Ihre Einschätzung und auf bald. Bis dahin. Vielen Dank, Herr Kühn, für die Einladung.